Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Derail Valley. Heute wird es eine echt geile Episode werden, denn wir haben ein bisschen Geld gesammelt. Wir dürfen jetzt hier mit dieser Schönheit fahren und das werden wir auch tun. Und wir werden uns das Caboose holen, beziehungsweise den Mannschaftswagen, auf den Weg von unserem Auftrag. Unser Auftrag steht da hinten. Und zwar ist es dieser Leerzug da. Wird jetzt keine Schwierigkeit sein. Oh, schöne Lackierung übrigens. Wird jetzt kein Problem sein für die Lok da. Aber bei diesem Leerzug haben wir den Kollegen hinten dran. Denn den werden wir brauchen, wenn wir hier beim Caboose vorbeifahren. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo das ist. Und zwar sehen wir da links unten, das Caboose ist da und wir fahren nach da. Sprich, die Strecke werden wir hier fahren. Träumen wir sie rauf. Und wir werden dann mit unserem Zug hier vorbeifahren. Wir werden vermutlich hier auf der Strecke stehen bleiben. Werden uns dann in unsere Rangierlok reinsetzen. Holen uns das Caboose, setzen das dann hier hinten wieder dran. Und den nehmen wir dann, eigentlich können wir den mitnehmen, es bleibt dann einfach unsere Rangierlok. Oder wir lassen da drin stehen. Wenn wir dann gucken, wie es ist. Hier ist es jetzt so. Warum bist du da hinten dran? Warum nicht gelöst? Was ist da los? Das finde ich jetzt gerade merkwürdig. Ich hab dich doch... Also es ist an... Das ist offen. Hätte dich eigentlich zugehabt. Okay, weil ich glaube, das wird mit der Dampflok nicht funktionieren, wenn die hier mit dran ist. Deswegen ist zwar angeschlossen, aber das Ventil ist zu. Gehst du... Ich glaube, ich muss dich mal kurz starten hier. Nee. Das ist gut. So, hier machen wir aus. Passt. Jetzt sind wir wieder gelöst. Motor aus. Und hier den ganzen Quatsch aus. Und dann bleibst du bitte gelöst. Handbremse ist auch weg. Okay, tun wir mal unser Schätzchen hier einheizen von der Pennsylvania Railroad. Oh, wann ist das lang her, dass ich hier drin war. Okay, wie es aussieht, haben wir kein Wasser. Da kommt's Wasser. Und dann heißt es mal wieder Kohle schippen. Einmal da. So, rein da. Und ob wir hier nicht zu viel Wasser reinmachen. Voll, okay. Okay, da ist er noch dabei. Feuerzeug. Einmal anmachen. Geil. Oh, wie schnell geht denn das runter? Holy shit. Schaufel. So, einmal rein da. Oh, warum? Was ist denn hier los? Verbrennt ja voll schnell. Ah, shit, Wasser. Das war zu viel Wasser. Soll das wirklich so sein, dass es so schnell runtergeht? Warum bist du so brutal heiß? Warum ist die Feuertemperatur so heiß? Irgendwas stimmt hier nicht. Ach shit, das war das Falsche. Machen wir den mal runter. Ja, okay, das finde ich jetzt sehr verwirrend, dass es so brutal heiß ist. Oder habe ich da irgendwie einen Bug ausgelöst? Jetzt geht's runter. Okay. Dann, Moment mal. Was bist du? Sandstreuer. Wie sieht's denn jetzt aus mit... Hast du das auch? Du ist der Tool for the Brakes. Ach da. Du bist Schmierpumpe. Sehen wir mal an. Aber, jetzt bin ich gerade verwirrt. Du wirst ja dann deinen Job machen. Wo ist...
Oh, was ist denn hier? Ganz viel nix. Okay, cool. Aber da könnte man irgendwas reintun, wenn man denn wollen würde. Wo ist Lipbreak? Sehe es irgendwie gerade nicht. Wo schalte ich das ein? Haben wir hier noch was? Was bist denn du? Scheinwerfer? Leuchtung, Fahrwerk? Dafür brauchen wir aber erstmal einen Generator. Wo ist denn das ganze Zeug? Das ist alles neu hier. Hier ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Hier oben wird's ja wohl kaum sein. Okay. Das geht seit dem Update alles ein bisschen komplizierter. Ich meine, realistischer. Wo hätte man vielleicht mal. Ach, da. So, das wäre schon mal der Generator. Es fehlt nur noch die Bremse. Ach, da. Ich hab's gerade gefunden. Glaube ich. Ich glaube, das war's. Ah, endlich. Aber sehr geil, dass wir sogar eine Beleuchtung vom Triebwerk haben. Geil. So, Scheinwerfer. Ist das jetzt nach vorne? Jo. Und hinten könnte man auch was anmachen. Okay. Ja dann, Handbremse lösen. Los geht's. Ist jetzt so gelöst oder ist jetzt so gelöst? Wir werden es gleich mal herausfinden. Lösen bitte. Dankeschön. Feuer, was machst du so? So, einmal wieder hier rein. Perfekto. Wasser ist gut. Du bitte mal noch auf. Voll nach vorne. Oh, ich habe die ganze Zeit ein bisschen Gas gehabt. Sehr schlau. Oh, wie geil, die große Dampflok. Nicht so schnell werden. Nice. Easy, nicht schön. Egal, wir machen die Triebwerksbeleuchtung wieder aus. Na, bis unten. So, wir müssen noch ein Stückchen fahren. Dabei fleißig Speichen auffahren. Oh, bis da vorne. Komm mit hier ein Stückchen noch. Nur mal zum Testen. Jo. Definitiv so gelöst. Ups. Ah, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Möchtest du mal bremsen? Sag mal, geht's hier so bergab? Holy shit. Ja, habe ich sehr schlau gemacht. Okay, das ist weiter als geplant. So, bleibst du auch mal stehen? Ist eigentlich schon irgendwie geiler Effekt. Holy moly. Das ist immer ein richtig schlimmes Bremsen. Okay, dann hätten wir mal katastrophal angehalten. Weiche. Wow.
Das ist echt viel zu weit. Wir brauchen dich und dann passt es, passt es. Das passt nicht. Wir müssen da rein. Mal so Double Check C4S. Naja, stimmt schon. Okay. Dann nochmal ab zu unseren Wagen. Wo das Anhalten hoffentlich besser klappt. Das war jetzt eigentlich nicht schlau. Ah, nein! Ah, scheiß Mausrad. Und dann triggert der hier. So. Ist eigentlich auch cool, dass das geht. Ja, das wird spaßig mit der Dampflok. So, machst du Wasser? Oh, geil, ist nicht mal ganz voll. So muss es sein. Wie lang kann man eigentlich mit dem Kollegen fahren, bevor der Tender hier leer ist? Ah, ich glaub, wir brauchen da noch ein bisschen Schmackes. Jo. Will ich eigentlich die Fenster offen lassen? Lass mal die zu. Da gibt es auch nichts zum Aufmachen. Okay, wir haben es nach oben geschafft. So, jetzt einfach nur sauber ranfahren, ohne dass was dabei passiert. Bremst die Lokbremse eigentlich den Tender mit? Oder ist es effektiv nur vorne die Lok? Nur vorne die Lok, ne? Warum triggert der hier schon, wenn ich da nur so ein bisschen drüber gucke? Wir sind gleich dran. Oh shit. Jo, da wären wir dran. Ja. Mal wieder normal gucken. Dankeschön. Okay. Einmal ran hier. Einmal aufmachen. Zidre. Und ich glaube, bei dem Kollegen ist die Handbremse noch dran. Jo. Jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert hier da hinten mit der Rangierlok. Dass die Bremse hier heavy ist. So, mal komplett lösen. Es sieht aber gut aus. Komm, geh ganz nach unten. Au. Geil. Feuer. Tun wir hier nochmal ein bisschen nachschippen. Dann geht's los. Perfekto. Ja, es. Wieso bist du jetzt wieder voll? Oder war das, weil du zuerst schräg warst? Naja, vermutlich deswegen. Hier auf einmal bitte voll nach vorne. Und dann würde ich sagen: Abfahrt. Geil. Was geht's? Ja, das hat schon was. Okay. Wieder rein hier. Zumachen.
und dann sollte ich mal darauf achten, was da nach hinten eigentlich Geschwindigkeit ist. Oh, Leutwerk. Wie geil. 40. Alles klar. Können wir eigentlich rollen lassen. Weil das wird uns gleich hier alles ein bisschen anschubsen. Ah, stimmt, Karte. Ich muss vor der Kreuzung rechts. Ja. Spätestens wenn wir dann beim Wald angekommen sind, hat es eine schöne Steigung da. Da wird die Lok mal ein bisschen arbeiten müssen. Jo, jetzt kommt's. Ich glaube, die Einstellung reicht. 50. Mal beobachten. Was, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz von draußen an. Ah, sehr geil. Da hat sich das Überdruckventil gemeldet. Wie schauen wir eigentlich aus? Feuertemperatur ist niedrig. Irgendwie möchte ich ein bisschen langsamer fahren. Ist mir ein bisschen zu schnell. Obwohl er hier sagt 50. 50 schneller werdend. Geht's danach wieder nach oben. Ja, alles klar. Oh, Kreuzung. Nicht Wieskin, ich hätte gern Weiche. Weiche, 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 wo bist du? Oh, 40. 40! Sind wir gerade dran. Geil. Das hat jetzt sehr gut geklappt. War das immer schon so leer hier? Moment, wo bin ich? Okay, sehr schräg. Oder lädt... Nein, ich glaube, das lädt hier so komisch nach. Sorry, das war ein bisschen zu viel Schmackes. Okay, 80 mit 0,9. Wir verlieren. So. Hier haben wir mal wieder rein. Was ist denn jetzt mit den Texturen hier? Oder soll das so? Ah, ich glaube, das letzte Mal, als wir hier vorbeigefahren sind, war es Nacht. Okay, 60 Weiche. Was kommt denn da jetzt? Ah, hier unsere Destination. Ich hoffe, das ist jetzt so ein... Ja, okay, wir fahren rechts. Und dann werden wir mal kurz stehen bleiben.
Wir sind so schnell. Wir sind so schnell. Bremsen. Und lösen. So, jetzt müssen wir es nur richtig erwischen. Wir könnten natürlich einfach bis zum nächsten Bahnhof fahren. Und dann mit unserem Skilok wieder retour. Aber beides wäre spaßig. Ich denke mal, das müsste so langsam reichen. Wir bleiben mal stehen. Schau mal, das Wasser, warum geht denn das nicht runter? Es kann auch nicht sein, dass du so voll bist. Na gut, ich hab's jetzt aber auch nicht wirklich geärgert, die Lok. Also, einmal da nach hinten. Oh ja, das hat gereicht. Alles klar. So, du Kollege. Dich werden wir jetzt mal abkoppeln. Ja, bevor ich das mache, Handbremse. Sonst macht er einen Abflug. So, und tschüss. Motor an. Bringen Sie jetzt erstmal die ganze Elektrik hier mit an. So. Halt. Nein! Oh, jedes Mal. Und tschüss. Jo, bewegt sich nicht. Sehr gut. Da ist sie, die Garage. Oh, das wäre super. Ich habe das Teil vorher noch nie gesehen. Also nur auf Bildern, aber nie im Spiel. Das Geile ist, das Teil tut ja auch noch unseren Rage extenden von unserer Fernbedienung. Auf 2 Kilometer, glaube ich, sind's. Und da drin können wir es auch aufladen. So, einmal retour. Oh, wie geil. Und was es jetzt auch gibt für Derail Valley, habe ich auf Nexus Mods gesehen, es gibt jetzt einen Dispatcher Mode. Sprich, einer kann Fahrdienstleiter machen und kann ja die ganzen Weichen und so weiter stellen und der andere fährt. Das ist ziemlich cool. Stehen bleiben. Sehr nice. Reginas Garage. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Einmal aufmachen. Tada! Da ist es. Oh, wie cool. Sehr geil. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir doch gleich mal rein. Tür auf hier. Ja, da ist die Charging Station. Ich habe einen Karrieremanager hier drin. Ich hätte mir viel früher kaufen sollen. Was haben wir hier? Schublade für irgendwas? Okay. Noch mehr Schubladen. Okay. Und Küche hier. Ach, da glaube ich, könnte ich noch Sachen hier einlagern. Sehr geil. Kann ich auch noch da oben? Mann. Aber ich kann die Fenster aufmachen. Lol. Ja gut, wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle, dann komme ich da irgendwie hin. Ja. Nein! Was ist denn hier los? Alla. Bremse! Ja. How? Ich hatte das doch angezogen, oder nicht?
Ja, gut, dass ich es gesehen habe. Kollege, nach vorne fahren. Oh, ein bisschen mehr Schmackes, dankeschön. Ja, epic fail. Gott sei Dank ist nichts schief gegangen. Habe ich wirklich die Bremsen nicht angezogen? Kann noch hängen. Ich glaube, bei mir ist alles möglich. Katastrophenfahrt hier bei mir. Ob das schon wieder reicht? Ich meinte ja. Lassen wir noch ein bisschen rollen. Und dann bremsen. Wisst ihr was? Die soll mal voll durchgehen. Da bewegt sich nichts. Es ist angezogen. Rechts. Yo. Okay, also, zu dem hier wieder. Ich würde da gerne noch eine andere Lackierung verwenden. Das heißt, wir gehen auf Reskin. WP. Western Pacific. Steht da irgendwie verkehrt herum drauf. Okay. Da ist richtig. Ich glaube, das gefällt mir nicht. So, WP Default, SP Direct Blank. Die Heritage-Lackierung. Southern Lines Pacific. Was haben wir da noch? WP Default Caboose, SP Direct Blank, WP... Ja, das war das da. Okay, so viel habe ich gar nicht. Ja. Ich glaube, wir nehmen das da. Das sieht gut aus. Södele. Dann. Einmal ran hier. Rückwärts. Bremsen lösen. Oh, der steht immer noch da hinten. Sehr gut. Oh, da sind wir ein bisschen fester dran. Ist jetzt aber nicht entgleist, oder? Nö, oder? Nö. Nee, Mann. Schlimm mit mir. Ja, ankuppeln. Wo ist eigentlich von dem Teil die Handbremse? Warte mal, ich bin... Ach, da. Ist aber gelöst. Nice. Da können wir bei schweren Güterzügen ein bisschen cheaten damit. Und weg hier. Geile Lichtstimmung hier. Und weil wir es können, ich hab's ja noch. Hallo, im Mittag. Oh, mal kurz den hier. So. Dann einmal koppeln. Dankeschön. Rein ins Gemüse. Beziehungsweise zuerst mal Weiche. Komm. Dankeschön. Okay, wir stellen uns mal hier hin. Ja, der perfekte Spot. Dann rückwärts. Lösen. Und Abfahrt. Ich
Geil, es ist sogar jetzt hier. Funkverstärkung ist mit an. Sehr, sehr geil. Oh, schön langsam da dran. Ja, das war ein bisschen zu grob. I know. Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Du hier. Nein, lass mich raus. Hallo. Ja, genau das. Einmal voll reinbremsen hier, bitte. Ich wollte... Aber wisst ihr was? Ich probiere das jetzt mal. Wenn du jetzt hier dran bist. Die Bremsen löst. Geht's dann von der Dampflok aus? Wir werden erstmal den Motor ausmachen. Werden lösen und gehen vor. Aber ich glaube, das geht nicht. So. Ja, das war klar. Nö, das geht nicht. Okay, wir müssen da nach hinten. Das ist jetzt alles offen. Hallo, ich will da nach hinten. Geh mit dir. Bremsen. So. Abkuppeln. Ah, nicht abkuppeln. Zumachen hier. Du kannst jetzt wieder lösen. Und bist erstmal happy. Und der müsste hier eingebremst sein. So, vorne. Ah, diese Wagen. Hallo. Bremse. Gut. Bremse lösen. Sehr gut. Wasser geht auch nicht nach unten. So, Regler machen wir schon mal ein bisschen auf. Na, kommst du? Sehr gut. Haben wir eigentlich eine Beleuchtung hier drinnen? Geht, würde ich voll super finden. Fahrwerk. Na gut, dann machen wir das anders. Machen wir mal dich hier. Stellen wir mal hier hin. Und wir nehmen noch die 2D. Damit brauche ich eigentlich nicht. Ah, das hätte ich eigentlich ins Caboose rein tun können. Lambe. Einmal nach da. Und anzünden. Geil. Achso, zumachen. Oh, stimmt, da vorne ist ja noch eine Weiche. Wo war das? Ach nee, das ist noch ein bisschen weiter weg. Ich dachte, wir sind da viel näher dran. Möchtest du mal ein bisschen runtergehen hier? Das ist definitiv voll hier. Ah! Ich glaube, mit den Tastenkombis zu machen, wäre vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, jetzt mache ich es auf, weil das spiegelt so komisch. Schon geil. Wem jetzt heißt sie noch?
Ois. Guck, gehen wir nach unten, dann drehen wir hier auch mal zurück. Ah, da hinten ist der ganze Spaß. Ja, war ja durchgehend 30 angesagt, glaube ich. Oh, warte mal, hier nach rechts? Na, links. Ah, das passt. Sehr nice. Oh, da hätte man eigentlich 50 fahren können mittlerweile. 60 mit 1,4 Steigung. Alles klar. Ah, da tut sich was. Oh, wir werden nochmal schön einheizen. Nice. Sechzig mit zweier Steigung. Das Funkgerät gerade mal holen. Weiche. Ich hoffe, das passt. Hallo? Hallo? Nein, nein, oh Scheiße. Fuck, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Brems, verdammt nochmal, brems. Hab ich ein Schwein. Alter. Wow. Hab ich den jetzt? Steht da nur drin? Der steht noch drin. Aller Jolli. Wo ist meine Taschenlampe? Wow, das ist... Wow. Einfach nur wow. Gott sei Dank ist das ein Leerzug. Wäre der jetzt voll gewesen. Dann glaube ich, werde ich da auf volle Kanne rennen. Oh, wow. Ja. Deswegen. Ich weiß nicht, wie cool, wenn sich die Weichen zurücksetzen würden. Oder ich diesen Route Manager hätte. Oder. Man tut halt die Weichen, nachdem man halt irgendwo rausgefahren ist, halt wieder zurückstellen. Wäre natürlich auch eine Option. Jetzt sind wir mit Wasser unten. Ja, also wir werden hier mal den Scheinwerfer mal auf Maximum machen. So, das reicht. Und das mal hier wieder richtig einstellen. Wow, das ist ganz schön hell. So, rein hier. Schauen wir mal ganz kurz auf den Plan. Willkori. Die nächste Kreuzung, die kommt, da werden wir einfach drüber pfeifen und vor dem Stahlwerk einfach mal links und dann rechts halten. Naja, werden wir schon hinkriegen. So, lösen. Feuer, einmal einheizen.
Oh fuck, wir fahren in die falsche Richtung. Ah! Alter, was ist denn heute mit mir los? Gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr Kaffee trinken. Es ist recht früh für mich. Ich mag Kaffee. Du bitte zu, danke schön. Und Abfahrt. Ich sehe nichts. Ist was? Triebwerksbeleuchtung, mach mal an. Ich bitte sehen. Hä? Ich hab sie doch angebracht, oder nicht? Oder ist es nur auf einer Seite? Nee, oder? Ja, doch. Nur auf einer Seite. Oh, dann sehen wir, was es macht. Sieh, mehr Schmack ist. Hier im Bahnhof werden wir mal nicht so schnell sein. Ciao, Kollege. Sorry, dass ich dich mal angeschubst habe. 60. Schneller werdend. Nach der Kurve. Ah, wir haben sogar Gefälle. Sehr geil. Das Wasser hin. Wasser? Okay, kommt wieder. Achtzig schneller werdend, okay. Aber das hier so extrem rumschwappt. Machen wir mal wieder zu. Oh, hier drin mal. Das müssen wir mal probieren. Okay, ist wieder leiser. Weltkarte. Ich möchte dich mal hier platzieren. Okay. Jetzt wird es ein bisschen schnell hier. War nicht gewohnt, so schnell zu fahren hier in dem Spiel. Scheint aber zu passen. Einmal Schäfen hier. Ich glaube, den Kollegen können wir eigentlich wieder runter machen. Der braucht uns eigentlich nicht so heiß. Okay, wir fahren 80, 100 ist erlaubt. 60. Oh, scheiße. Und dann wieder 90. Ja, das ist so sinnbefreit. Wo sind wir? Wir sind jetzt dann gleich bei der Kreuzung da vorne. Wo ich auf die Weichen aufpassen muss. Naja, mit einem Arbeitszug, ne? Kann man das Kabus einfach spawnen. Glaube ich. Und war das die Funktion? 60.
Weiche. Und Geschwindigkeit gerne. 60. Aber ich möchte da noch ein bisschen mehr bremsen. Ah, 50 nach links. Immer ein bisschen zu schnell. Nur so ein Tick. Ah, meine Bremsen sind da schon ein bisschen rot. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Meine Bremsen sind überhitzt. Habe ich so ein dezentes Gefühl. Jo, die sind schön heiß. Scheiße, nein, komm, hier rauf. Alter, hier rauf. Okay, es geht hier nach rechts. Und dann nach oben. Moin, Dampflok. Fuck. Jo. Geil. Alles zu heiß hier. Wir haben keine Bremse mehr. Aber gut, dass es hier noch nach oben geht. Kann man langsamer werden. Oh, wie geil. Also heute läuft irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Schau mal da, 40. Ja, komm mal langsam hin. Oh shit, ich hab den Regler die ganze Zeit offen gehabt. Aber jetzt brauchen wir eh ein bisschen Schmackes. Oh, Wasser. Wie lange brauchen diese Bremsen, bis sie wieder normale Betriebstemperatur haben? Ich würde eigentlich echt sehr gerne mal stehen bleiben. Ach, wisst ihr was? Wir bleiben mal in der Steigung stehen, weil das ja so eine schlaue Sache ist. Ach, genau jetzt ist Bremse wieder heile. Sind die Bremsen jetzt komplett gaga? Geil. Ich glaube, ein paar Bremsen sind hier gaga. Nach vorne bitte. Komm, wir bremsen nochmal. Okay. Ja. Der ist rechts sich jetzt. Ah, nein. Regler, hör auf. Das war schon ein bisschen, aber nicht volle Pulle. Na komm. Schafft ihr das wirklich hier nicht anzufahren? Das gibt's doch nicht. Doch, sie schafft's. Gerade so. Ja, wir brauchen ein bisschen Sand. Ah, sie hat schon Kraft. Ich muss nur meine Fahrweise ein bisschen kompensieren. So ein Chaos. Ach ja, wo muss das eigentlich hin? Zentraler Wald, C2S.
Zentraler Wald. SW. Warte, das war soweit. SW. Na, das ist Sigiberg. Was ist der zentrale Wald? Was hat der? FRC. Das war's. So machen wir wieder den hier. Und wir brauchen Kohle. Hallo. Ah. Oh. Uns geht der Druck flöten. Holy shit. Hat dich das jetzt echt so gestresst, Loch? So schwer sind wir doch gar nicht. Ah, sie kommt. Sehr geil. Passt da vom Druck? Nice. Und da vorne ist unser Zuhause. Wo stehe ich mal zu Hause? Diesmal prüfe ich meine Weichen gerade mal manuell. Wo ist es? Jo, das passt. Alter, wie das aussieht. Einfach maximal Ofen. Upsale. Oh, 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 das wollen wir nicht. Oh, schön im Gas eben bleiben. Was ist denn hier für eine Steigung? Wo ist das Schild? Wir haben hier Taschenlampe. Oh, drei. Geil. Ich bin bei einer der steilsten Stellen stehen geblieben. Home Speed. Ja, also mein Fahren durchgefallen, Abenteuerfaktor, ziemlich gut. So, ich wollte ja eigentlich nachgucken, Bahnhofsplan. Was war das jetzt? FRC, gell? Ja, FRC ist da hinten. FRC, zentraler Wald, C. Wir müssen nach links und dann nach rechts. Oh, weil hier C2S. Einmal links, dann rechts. FRC, C2S. Okay, das ist dann das linke Gleis. Da hinten ist unser Daheim. Da hat es ein Häuschen. Jetzt erzählen wir dann nach unten. Oder warum haben wir jetzt hier Speed? 30. Bremsen. Ey, ist aber langsam. Ich glaube, wir können schon wieder lösen. Ja, das passt. Nein! Ah! Das ist halt einfach nur jedes Mal schaffen.
Kurvendicht wäre es nicht schlecht. Funkgerät schon mal ausrüsten. Oh, die erste Weiche und da müssen wir links. Wenn ich dann das Weichenschild sehen würde. Hallo. Okay. Wir bremsen da mal. Oh, das erinnert mich an Rayworlds Online. Das Überschneiden da. Sieht so nicht schön aus. Und die nächste rechts. Nach Plan. Weg hier. So, das müsste es eigentlich sein. Glaube ich. C2S, da steht was. Bremsen. Warum steht denn da was? Das Gleis ist richtig. Warum steht auf dem Gleis was? Was soll denn das? Da steht einfach mal ein leerer Wagen hier. Sag mal, wie geil. 378, steht da irgendwas im Auftrag davon? 378, ne. Kann ich den Wagen einfach entfernen? Und gerät. Arbeitszug entfernen. Entfernt sie es für Warnung der Auftrag. So, also unser Gleis war schon immer frei. Wir können weiterfahren. Und ich hätte ihn einfach wegschieben können. Das wäre natürlich auch eine Option gewesen. Wasser brauchen wir noch ein bisschen. Füll mal nach. Oh, schön bis nach da vorne. Und dann haben wir es endlich geschafft. Mein Gott, hey, was ein Abenteuer. Zu den hier. Dankeschön. Du auch zu. Und dann bitte bremsen. Holy moly. Wir haben es geschafft. Taschenlampe. Okay, wir hätten hier noch ein bisschen. Wo ist denn das Schild auf der anderen Seite? Okay. Dann schauen wir mal, sind wir hinten auch drinnen? Ja. Perfekt. Dann müssen wir eigentlich nur noch das ganze Zeug hier dann aufräumen. Eventuell von hier den nächsten Auftrag holen und halt die Sachen hier einmal wieder ranbringen. Beziehungsweise eigentlich hätte man ihn da nutzen können, um den einen Wagen wegzubringen. Naja, war faul. Tö. Wir tun. Warum kann ich die Taschenlampe nutzen und zeig gleich das hier? Ach, das ist doof. Tö. Wobei, na warte mal, ich will, dass du eingebremst bist. Du bleibst offen. Södre, Handbremse. Handbremse wo? Ah, Handbremse. So, jetzt habe ich die Lok natürlich damit leer gemacht. Geil. So, hier lösen. Nein, lösen.
Wo ist der Hahn? Da ist er. Geilo, Madigu. Das ist ein Das wär's. Wo ist denn das Stationshäuschen? Hallo? Hier nicht? Ah, da vorne. Guten Tag. Ich hätte da einen Job für Sie zum Abgeben. Ja. Geil. Alles super. Wir haben Geld. Geil. Wir haben jetzt 24.000. Geht. Ja, habe ich bei dir die Lichter angelassen? Und das machen wir jetzt hier mal fertig. Hier alles aus. Geht noch auf die Batterie. So, drei. Taschenlampe. Dann hätten wir das. Ich würde sagen, für heute ist Feierabend. Mal der Lok machen wir hier auch noch die Lichter aus, damit sie aus sind. So, dann hätte ich gerne mal Abschlammventil. Und den hier. Nice. Müssen wir wieder zugehen? Dankeschön. Dann waren wir hier fertig. Handbremse werden wir anziehen. So, dann. Ich packe mal wieder ein. Beziehungsweise, wir werden jetzt hier nochmal den Generator hier abdrehen. Wo ist er? Ah. So. Und wo war das andere? Das war hier oben, glaube ich. Hallo? Hä? Bin ich denn jetzt? Ja. Falsch. Hier, glaube ich, war das. Perfekt. Hätten wir das. Oh, den können wir eigentlich offen lassen. Wie viel haben wir da eigentlich noch? Ja, wir sind fast voll hier. Cool. Taschenlampe. Katastrophe, wie immer. Aber hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wir werden uns dann das demnächst mal irgendwie einen schweren Güterzug aussuchen. Mal schauen, wie das wird. Aber cool, haben wir jetzt hinten das Caboose. Ah, doch eine letzte Sache noch. Zum Thema Caboose. Erstens brauchen wir da irgendwie mal Lampen für hier drin. Na gut, ich könnte jetzt eigentlich den hier machen. Ach, wie geil. Ein Anzeiger für die Hauptluftleitung. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist, kann ich das da... Nee, kann ich das hier nicht laden? Hä? Muss ich dafür irgendwas laden? Wie geht es? Oder ist es halt einfach schon voll? Oder ist es drauf? Ja, es ist drauf. Wie auch immer. So, liebe Leute, ich würde sagen, das war's. Echt ein Abenteuer. Wir werden uns nochmal Beleuchtung für Caboose hier ein bisschen aussuchen, dass das hier hell ist, durchgehend. Und dann wäre es irgendwie geil, wenn wir hier mal im Caboose sein könnten und dann fahren wir. Aber das brauchen wir. Das müsste man fast mit einer großen Diesel-Lok machen, die man dann irgendwie fernsteuern kann. Irgendwie so. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und bleibt gesund. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.